Mein Name ist Ismail Haris, ich bin 42 Jahre alt, habe ein Wahlrecht, weil ich seit über 40 Jahren in Deutschland lebe und engagiere mich bei Freiburger Wahlkreis und beim Bundesnetzwerk Wir wählen mit Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Kommunikation, alles was nur anfällt. Ich unterstütze den Freiburger Wahlkreis immer in unterschiedlichen Abständen, jetzt schon fast seit 20 Jahren. Weil mir ist es wichtig, dass Menschen eine Teilhabe haben, dass Menschen mitsprechen, mitreden können, partizipieren können und sich in die Diskussion, in die gesellschaftliche Diskussion auch einbringen können. Und da ist natürlich ein Wahlrecht wichtig. Und ich finde das unmöglich, dass Menschen hier leben, Steuern bezahlen, ihren Lebensmittelpunkt seit vielen Jahren in der Kommune haben und auf kommunaler Ebene nicht mitbestimmen können. Das finde ich ungerecht. In meiner Familie gibt es in der Tat Menschen, die kein Wahlrecht haben. Und dann ist ja immer mal wieder das Thema, dieses Jahr ist Bundestagswahl, gibt verschiedene politische Parteien und jetzt gerade auch die Krise in Afghanistan, die da viel diskutiert wird, weil meine Eltern aus Afghanistan stammen. Und es ist halt so, dass die dann immer so ein bisschen resignieren, weil sie sagen, wir haben ja kein Wahlrecht. Also warum sollen wir uns mit den Positionen von Parteien überhaupt beschäftigen? Und ja, ich sage dann immer, es gibt allerdings eine symbolische Wahl. Ihr könnt also auch eure Stimme abgeben. Und wir übergeben diese Stimmen wiederum an die Politiker und Politikerinnen. Und ich merke dann, dass die Leute dann etwas interessierter sind, wenn sie die Möglichkeit haben, symbolisch zu wählen, weil dann müssen sie sich damit beschäftigen, was die Parteien fordern, was die Inhalte der Parteien sind. Und ja, ich finde das ein gutes Instrument für politische Bildung auch. Ja genau, Demokratiebildung und politische Bildung, genau. Viele sagen ja, wenn die unbedingt mitwählen wollen, sollen sie die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen oder beantragen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Aber man darf nicht vergessen, in vielen, vielen Ländern ist es so, dass man, wenn man eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, die alte abgeben muss. Das heißt, man hat nicht die Wahl, zwei weiterhin zu haben, sondern man muss die alte abgeben. Und ganz oft ist es dann so, dass das dann wiederum Probleme bei der Einreise macht. Es hat Probleme beispielsweise, wenn man dort noch von den Eltern ein Grundstück hat, ein Haus hat oder so. Und manche wollen einfach auch nicht unbedingt ein Stück ihrer alten Identität komplett aufgeben. Und ich finde das auch eine kulturelle Bereicherung, ehrlich gesagt, wenn Menschen hierher kommen aus aller Herren Länder und hier arbeiten und mit ihrer Kultur bereichern und gleichzeitig aber noch ihre Identität beibehalten wollen. Ich finde, das ist es kein Widerspruch, im Gegenteil. Ich finde das eine Bereicherung und deswegen sage ich, wenn die den deutschen Pass beantragen wollen, super Sache, wenn das geht, klasse. Aber für die Leute, die es nicht tun können, sollte es eine Möglichkeit geben, sich auch bei Wahlen zu beteiligen. Ein kommunales Wahlrecht für alle ist absolut realistisch. Sehr, sehr viele Staaten der EU haben das bereits schon eingeführt. Da wird das schon praktiziert. Und man darf ja auch nicht vergessen, Anfang der 90er durften die Ausländer und AusländerInnen, die innerhalb der EU herkamen, durften ja auch noch nicht wählen. Und da gab es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, im Deutschen Bundestag. Und da wurde dann der Beschluss gefasst, dass auch Menschen, die aus einem EU-Land kommen, in einer Kommune wählen dürfen. Und es ist nicht so unrealistisch, dass wenn man sagt, wenn EU-AusländerInnen es schon dürfen, dann sollten auch die anderen Menschen, wenn sie 3 Jahre oder 5 Jahre in der Kommune leben, irgendwann auch das Recht bekommen, kommunal zu wählen. Das ist nicht so unrealistisch. Das kann durchaus passieren, ja. Aber man muss natürlich dafür arbeiten, man muss sich dafür engagieren. Und das ist eben genau die Aufgabe vom Freiburger Wahlkreis und vom Bundesnetzwerk Wir wählen.